Herr Wimmer, nicht nur Außenminister Sigmar Gabriel und der österreichische Bundeskanzler kritisieren die neuen US-Sanktionen gegen Russland, auch Kanzlerin Merkel stellt sich hinter diese Linie. Wie sehen Sie die deutsch-österreichische Aktion? Ja, das ist ja mehr als sachgerecht, was hier seitens der beiden Regierungen dazu gesagt worden ist. Denn das ist ja nicht nur eine Geschichte von heute, sondern wir haben einschlägigste Erfahrungen im Zusammenhang mit der Gesamtdiskussion um Nord Stream 1. Und wenn man etwas älter ist, was ich bin, dann kann man sich ja auch noch gut an die Röhrengeschäfte seinerzeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion erinnern. Diese Fragen waren immer von zentraler Bedeutung für uns und wir haben da immer auch unbeschadet der Diskussion im eigenen NATO-Bündnis oder in der Europäischen Gemeinschaft, später der Europäischen Union, wir haben dabei immer eine national sachgerechte Entscheidung getroffen und ich vermute, dass die Positionierung sowohl der Bundeskanzlerin als auch des deutschen Außenministers in dem Gespräch und der Vereinbarung mit dem Bundeskanzler Kern aus Österreich genau auf dieser Linie liegt. Anders können die es auch nicht verstehen. Ja, auch die EU-Kommission schloss sich jetzt der Kritik an den US-Sanktionen an. Könnten wir eventuell einen Anfang vom Ende der Sanktionen der EU gegenüber Russland erleben? Ja, wir haben ja gerade am heutigen Tag erlebt, dass eigentlich gegen den Willen der europäischen, westeuropäischen Bevölkerung die Sanktionen wegen der Krim und insgesamt die Sanktionen gegen die Russische Föderation verlängert worden sind. Jeder weiß, dass wir diese Sanktionen nur haben, weil die Amerikaner, siehe der ehemalige Vizepräsident Joe Biden, uns die Arme auf den Rücken gedreht haben, das heißt den Europäern abgenötigt haben. Aber das macht natürlich auch deutlich, wie der Handlungsspielraum der Europäer dann ist, wenn sie amerikanischem Druck nachgeben. Es ist insgesamt, wenn wir unsere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sehen, es ist eine extrem unerfreuliche Situation, bei der man ja fast nicht mehr bereit ist, von einer Bündnisvereinbarung und einem Bündnis insgesamt zu sprechen, sondern da überschlagen sich ja die Feindseligkeiten. Und das hat man normalerweise selbst nicht zwischen Staaten, die nicht verbündet sind. Ist die Argumentation von Gabriel und Kern denn ja ehrenwert? Sie kritisieren ja nicht die Sanktionen an sich, sondern dass es den USA um den Verkauf amerikanischen Flüssiggases und die Verdrängung russischer Gaslieferungen geht. Ja, das ist ja etwas, was wir schon bei Nord Stream 1 gesehen haben, dass geht durch die gesamte politisch-parlamentarische Diskussion der letzten Jahre, um nicht zu sagen fast Jahrzehnte. Das ist immer die Frage danach, wer hat Europa wie unter Kontrolle? Und man muss ja auch im Zusammenhang mit der europäischen Entwicklung, wo alles Negative anfing mit dem Krieg gegen Jugoslawien, muss man ja sehen, es ging ja da auch letztlich um die Kontrolle über die Erdöl- und Erdgasversorgung von Europa, Westeuropa jedenfalls. Und das kann man ja auch anmerken im Zusammenhang mit dem letzte Woche verstorbenen Bundeskanzler Helmut Kohl. Die ganzen 90er Jahre waren, was die Energieversorgung anbetrifft, davon bestimmt, sich an der Erdgas- und Erdölversorgung aus dem Kaspischen Meer zu beteiligen seitens der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist ja auf den schärfsten Widerstand der Amerikaner, Briten, Norweger und von wem auch sonst noch immer gestoßen. Und als die Regierung Gerhard Schröder drankam, war es das Erste, worauf sie verzichten musste, auf die inzwischen eingegangenen Schritte, uns an diesen Konsortien im Kaspischen Meer zu beteiligen. Und wenn man insgesamt weiter zurückgreift, weiß man, dass heute in Washington eine Linie vertreten wird, dass Deutschland und Japan als Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges keine eigenen Rohstoffunternehmen haben dürfen, wie das Shell, Esso oder Total sind. Also das ist hochpolitisch und von größter strategischer Bedeutung. Und da ist die Äußerung von Gabriel aus meiner Sicht sachgerecht.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, die EU-Außenminister haben die Sanktionen gegen die Krim jetzt gerade um ein weiteres Jahr verlängert. Wie sollte Ihrer Meinung da korrekt in der Sache verfahren werden? Die gehören aufgehoben, aber es ist natürlich vor dem Hintergrund der einschlägigen politischen Erfahrung, die wir haben, die Frage danach, dass der sie nur aufheben kann, der die Sanktionen auch über uns alle verhängt hat. Und das ist Washington. Es ist die Frage danach, es büxt, um es mal sportlich zu sagen, es büxt kein Europäer aus, solange aus Washington nicht der Daumen nach oben geht. Und das weiß man natürlich auch in Moskau und behandelt die Europäer vor diesem Hintergrund so, wie sie es auch verdient haben. Das heißt, wenn man nur in hündischer Vasallentreue hinter den Amerikanern herläuft, muss man sich nicht wundern, dass dann solche Situationen zustande kommen, wie Herr Gabriel sie zutreffend beklagt hat. Ursprünglich war ja die Hoffnung groß, dass es unter Trump vielleicht wieder eine Annäherung zwischen den USA und Russland geben könnte. Im Moment sehen die Zeichen aber nicht so aus, oder? Ja, das hat etwas damit zu tun, dass wir in einer Welt zu leben scheinen, die vom politischen Wahnsinn geprägt ist. Da kommt jemand als amerikanischer Präsident ins Amt und sagt, er würde sich um bessere Beziehungen zur Russischen Föderation bemühen und stößt dabei auf die Feindschaft des amerikanischen parteiübergreifenden Kriegsestablishments. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, in Amerika wird nur einer bejubelt, der den Krieg will. Und das ist natürlich eine Situation, mit der wir alle eigentlich nicht leben können. Man muss sich ja fragen, wer kommt denn eigentlich am 7., 8. Juli zum G20-Gipfel nach Hamburg? Ist es der uns bekannte amerikanisch direkt gewählte Präsident Trump oder ist es ein neuer amerikanischer Präsident mit dem Namen General MacArthur oder General Patton? Das ist doch die Situation, wenn wir die Vereinigten Staaten derzeit nüchtern betrachten.